The people clap loud when you win a Grammy. They clap louder when you win an Oscar. But the people clap the loudest when you fall. The champ got knocked out tonight. Treffer, da, Achille, 800. Wo soll man denn hier 800? Die Route wird berechnet. Na ja, gut. Bitte nach 100. Wir sind hier in Oberhausen. Es ist 9.17 Uhr. Und ich frage mich, warum ich aufgehört habe als Tischler, wenn ich jetzt eh wieder zu den gleichen Zeiten aufstehen muss. Dieser Fluch von früher, der verfolgt mich. Dann habe ich schon extra Dings, den Karriereweg Rapper eingeschlagen, damit ich nicht mehr aufstehen muss. Und jetzt sieht es wieder so traurig aus alles. Der einzige Unterschied ist mein Fortbewegungsmittel. Ansonsten hat sich nicht viel geändert, ehrlich gesagt. Ich werde immer noch geknechtet. Wir sind übrigens auf dem Weg zum Outdoor Film Festival, habe ich schon fünfmal gesagt, aber die ersten Finale wurde es nicht gehört. Schon mal 16er Spuck. Die Anreise war in Ordnung. Ein paar von uns haben 12 Stunden gebraucht. Ganz ehrlich, ich will nicht den Wagen danach sehen. So sah es das letzte Mal, als ich in Polen beim Videodreh war. Dicker, ganz ehrlich, wir sind hier auf der Weide, Alter. Also entweder das ist ein fetter Ass! So gut, das ist jetzt eine der wenigen Shows dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr fast überhaupt gar keine Shows gespielt jetzt. Out for Fame halt und dann noch Touch the Air oder sowas. Aus dem Aspekt freut mich natürlich. Man hat Lust. Ist eine Frechheit. 1,77, Alter. Das heißt? Richtig teuer. Ja. Findest du nicht auch? Wer sonst für einen Dieser fahren? Niemals. Die Leute, die hier arbeiten, sind auch nicht mehr dasselbe, Alter. Ich muss in Privatsachen rein, muss er. Jetzt, wo wir eh schon dabei sind, mit den Leuten zu sprechen, und ich wurde ja oft gefragt. Und ich glaube, in den letzten Jahren wurde ich nicht so häufig angesprochen wie genau auf diese Frage. Und ich will jetzt die Situation dazu nutzen. Ich habe mich die ganze Zeit zurückgehalten. Die Leute warten auf ein Statement. Fakt ist, die träge Masse will immer geradeaus. Ach, was soll ich euch sagen? Das ist, wie es ist. Das Leben ist so, Alter. Das ist manchmal, muss man einfach mal schauen, wie es alles wird. Das ist der Grund, warum Frauen in Kurven, wenn sie das Gefühl haben, sie sind zu schnell, bremsen und dann Unfälle verursachen. Weil du bremst, der Wagen wird träge, er wird starr und er will nur noch geradeaus. Aber die Kurve geht nach dort. Ich habe 5 Tracks. Ich glaube, es wird ein kurzes Album. Ich glaube, es wird ein 6-Track-Album. Das bedeutet, wenn du das Gefühl hast, dass du zu schnell bist in der Kurve, dann gibst du jetzt nicht extrem Gas, nein, ernsthaft, sondern du gibst ein bisschen Gas und der Wagen zieht in die Kurve. Geil. Die Wahrscheinlichkeit, dass du bremst und somit einen Unfall vermeidest, ist viel geringer als die Tatsache, dass du ein bisschen Gas gibst und durch die Kurve kommst. Und genau das ist das Ding. Leute machen Führerscheine, aber die setzen sich überhaupt nicht mit dem Auto auseinander. Ist ganz ehrlich, Alter, jetzt nichts gegen Frauen, aber die meisten Frauen, die den Führerschein gemacht haben, die wissen davor, die wissen danach fast genauso wenig wie davor, Alter. Seien wir ganz ehrlich, ich konnte am Anfang auch nicht gut fahren, bin ich auch ehrlich, Alter. Und die kriegen es gerade mal hin, dass der Wagen nicht mehr alle an jeder Ampel absäuft, sondern nur noch an jeder dritten. Und die tuckern dann mit irgendeinem, vor allen Dingen die Eltern, das ist das Geilste. Eltern, die ihren 18- oder 19-jährigen Kindern, dass sie denken, die tun denen was Gutes und die kaufen denen ein Auto zu 500 Euro. Ja. Verstehst du das? Wo ist das Problem an dieser Situation? Unsicher. Absolut unsicher. Nicht nur unsicher, du hast untertrieben. Der realistische Fakt ist absolute Unsicherheit. Der Wagen selber ist einfach ein Dings, wie nennt man das? Ein Quell der Unsicherheit. Ich sage euch jetzt eins, ernsthaft jetzt, Alter.
was ihr für eure Liebsten, für eure Kinder und für euch selbst machen könnt. Wenn, sogar wenn ihr einen Führerschein habt, geht zu so einem Sicherheitstraining und lasst und prüft euer eigenes Fahrverhalten oder eure Fahrkünste auf Herz und Nieren. So viel dazu. Hallöchen, junge Dame. Wo kommen wir zu Backstage rein? Geradeaus bis Tor 2, ganz ja. Am Ende. Und der Posten hilft euch dann. Dankeschön, okay. Ciao. Schnellsten Double Time, warte mal. Was ist Double Time hier? Pass mal. Und du musst mich richtig konzentrieren, warte mal. Und. Wie war der Soundcheck? Warst du zufrieden? Ja, alles okay? War in Ordnung. Das ist natürlich das Schöne, wenn du mit Menschen arbeitest, die du kennst und die es so wissen, wie du es willst. Der Robi macht das astrein, Alter. Da kann ich gar nichts sagen. Das Geile ist, der macht halt erstmal schön den Monitor fit. Danach sagt er so, jetzt gehe ich nach draußen und mach draußen fit. Super. Monitor fit. Der Dings, Robi fickt einfach. Der fickt durch. Aber zack. Strobi, Nairobi, Alter. Schnackelt er auf deinen Deckel? Oh, der schnuffelt den Schnack, Alter. Was will er machen? Ich glaub's nicht. Ich soll es selber erzählen. Was machst du für 1000 Euro jetzt? Also, ich habe vorgeschlagen, ich klaue dieses Fahrrad hier anwesendes, gelbes. Ja. Ich würde es klauen und für 1000 Euro würde ich nach Berlin fahren. Das sind ca. 180 Kilometer. 200. Aber das schafft er heute an einem Tag. Problem ist nur, dass ich für meinen Teil sage, dass ich Easy nicht glaube, dass ich denke, dass er sobald wir wechseln, dass er nach 20 Kilometer eh keinen Bock mehr hat und in den Zug steigt oder trennt. Das ist ja ein Zug. Und das zweite große Problem ist, dass er eine Straftat begeht, Alter. Und es geht nicht darum, dass ich Pussy bin, sondern dass ich denke, dass auf dem Karma-Konto ein Minus-Ding, Alter. Und Diebstahl gehört auf jeden Fall dazu. Das ist sehr, sehr schlecht fürs Karma-Konto. Okay, wie fändest du es, wenn ich es abkaufen würde? Das ist die einzig realistische Dings. Und dann würde ich damit los. Und die Frage ist halt, ob das jedem von uns 333 Euro wert ist, Alter. Okay, ich schläge noch einen drauf. Ich gebe euch meine Sachen, außer mein Handy, meine Portemonnaie. Ich nehme nur 50 Euro, dass ich was zu essen muss. Dicker. 200 Kilometer mit Fahrrad. Ich bereite mich vor, das ist meine letzte Mahlzeit.